Bürgerfunk, präsentiert vom Medienforum Duisburg. Dunkel, weiß. Die Sendung der freien Kunst- und Kulturszene Duisburgs. Ja, guten Abend, hier ist Klaus Brüggenwert und das Thema der heutigen Sendung ist ein Musical, aufgeführt von einem Verein aus Duisburg, der Schlüssel. Und dazu sind hier drei Mitglieder im Studio und nach der nächsten Musik gehen wir dann näher drauf ein. Verkündet es unter allen Völkern Argonans. Das Kind der Prophezeiung ist zurückgekehrt. Und das Ende der Schreckensherrschaft Basriels rückt näher. Schließt euch zusammen und erhebt eure Waffen für dieses Kind. Versammelt alle Satyre, alle Eider und jeden, der bereit ist, für Lilly und die Freiheit Argonans in die Schlacht zu ziehen. Schatten über uns, doch wir stehen bereit. Hör den Ruf deiner Völker Argonan. Bringt ein Kind das Licht, weicht die Finsternis, führt uns fort aus dem Dunkel dieser Nacht. Schatten Ja, das erste Stück ist schon gelaufen aus diesem neuen Musical und irgendwie sind wir schon mitten in der Handlung. Ich frage mal den Komponisten Benjamin Hübertz-Iwadnik, was ist das überhaupt, was ihr da jetzt produziert habt und wo ihr jetzt am nächsten Wochenende und übernächsten Wochenende mit auftretet? Ja, also was wir jetzt produzieren, ist ein Musical. Wir haben es deswegen Musical genannt, weil es als Grundstruktur natürlich ein Musical ist. Aber dahinter steckt letzten Endes so eine epische Geschichte wie Herr der Ringe, Narnia. Das war das, was uns da inspiriert hat. Ja, und das bringen wir jetzt auf die Bühne. In epischer Länge von 3 Stunden gefüllt mit Musik und ganz, ganz viel Inhalt. Pause schon mal gefragt? Ja, es gibt natürlich eine Pause. 3 Stunden ist ja ordentlich, ja. Ja, sonst müssten wir vorher, glaube ich, noch irgendwelche Beutelchen verteilen. Nein, also es wird eine Pause geben nach ungefähr Hälfte der Zeit, sodass das Publikum dann auch trinken, essen und das stille Örtchen aufsuchen kann. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr sowas macht. Ne? Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung da drin auch. Genau, das ist unser 4. selbstgeschriebenes Stück, was wir in Duisburg auf die Bühne bringen. Und ist aber das erste Stück, was wir
komplett, sage ich jetzt mal, selbst ausgestattet haben mit allem, was dazugehört. Also manchmal bei den alten Stücken war es noch so, dass wir hier und da mal Kostüme gekauft haben, fertig gekauft haben. Diesmal haben wir alle 180 Kostüme selbst geschneidert, die Kulisse in Eigenregie erstellt und gebaut. Und es ist auch das erste Mal, dass wir ein durchkomponiertes Stück haben. Das heißt, dass auch alle Dialoge mit Musik untermalt sind. Es hat also ein bisschen Filmcharakter. Jetzt haben wir ja irgendwie das Glück, dass auch die Hauptdarstellerin hier ist, die Heldin des Stückes, Nicole Kuhnke. Du bist dann in dem ganzen Stück auf der Bühne oder nur so teilweise? Also ja, genau, also die Rolle, die ich spiele, das ist die 14-jährige Lilly Klee und sie ist quasi die ganze Zeit auf der Bühne mit ein paar Schnellumzügen zwischendurch. Klar, ein paar Lieder hat sie auch zum Verschnaufen, aber sie begleitet das Stück die ganze Zeit. Ist das das erste Mal, dass du sowas machst? Oder? Das ist ja nicht so ganz ohne, ne? 3 Stunden? Ja, also ich habe auch in den vorherigen Stücken auch schon mitgespielt und auch bei dem allerersten Stück Flügel auch eine Solistenrolle verkörpern dürfen. Aber jetzt die Lilly, das ist schon eine große Herausforderung, ja. Mhm. Und ja, vielleicht noch ein bisschen in die Handlung rein. Es ist eben, wie gesagt, so eine Mischung aus Herr der Ringe und ähnlichen Sachen. Wie weit ist es bei euch anders? Also einmal ist es bei uns eben kein Hobbit, der Hauptprotagonist ist, sondern es ist tatsächlich ein irdisches Menschenkind, eben die Lilly Klee, die als Hauptprotagonistin letzten Endes nachher in den Händen hält, wie es mit unserer Welt, aber auch eben allen anderen Welten, die neben unserer existiert. Das ist nämlich die Grundidee dieses Stückes, dass es eben nicht nur Mutter Erde gibt, sondern auch ganz, ganz viele andere Welten, Paralleluniversen, die miteinander verbunden sind, die also quasi über magische Pforten miteinander verbunden sind. Und ja, über deren Schicksal hat Lilly dann letzten Endes am Ende des Stückes zu entscheiden. Und da wollen wir einfach hoffen, dass sie nicht egoistisch entscheidet und nur für Mutter Erde entscheidet, sondern für alle existierenden Welten. Also Raumschiff Enterprise kommt nicht vor bei euch. Nein, das weil nicht. Weil wir auch immer auf dem Weg zu anderen Welten sind. Genau, nein, das machen wir quasi über magische Portale. Wir lassen uns dahin beamen. Wir fliegen nicht mit einem Raumschiff. Genau. Das hat auch so von der Garderobe her jetzt nicht so was Hochmodernes, sondern vielleicht auch sowas. Nein, also vielleicht mag die Niki da gerade mal was zu sagen. Ja, genau. Rokoko-Kleider. Genau, also das Stück spielt eher so im 18. Jahrhundert. Darauf sind ja auch die Kostüme schön ausgelegt und ja, da beginnt auch quasi die Geschichte von dem Mädchen, das quasi im Waisenhaus groß geworden ist und immer des Nachts von Albträumen geplagt wird und dann letztendlich ihr Onkel und ihre Tante sie dann finden und ja, sie dann quasi zu sich ins Schloss holen. Wir haben ja auch die Musik aus eurem Stück heute in unserer Sendung. Und das nächste Stück heißt Schloss am Rand der Stadt. An welcher Stelle sind wir da schon in dem Musical? Es heißt Schloss am Rand der Welt, das Stück. Und das ist quasi zu Beginn des Stückes. Da kommt nämlich Lilly Klee in Frankreich am Schloss von Onkel und Tante Mauvin an. Und ja, entschließt sich quasi nochmal neu anzufangen nach der Zeit im Waisenhaus. Lass meinen Mut zusammen und setz den ersten Schritt in eine neue Zukunft und wünsch Familie mir mein Träumen wird jetzt wahr im Schloss am Rand der Welt. Ich lebe Schloss am Rand der Welt. Wie
euch ja gerne glauben, aber bis auf euch zwei wirkt hier alles sehr kühl auf mich. Ich möchte so gerne zurück nach England. Da gab es nur eine Stadt, in der ich mich hätte verlaufen können. Ich werde Monate brauchen, bis ich mich in diesem riesigen Schloss zurechtfinde. Aber dafür hast du doch jetzt uns. Pete und ich, wir werden dir schon helfen, dich hier im Schloss zurechtzufinden. Und schon bald werden dich hier alle mögen. Glaube mir. Das wünsche ich mir so sehr. Lass nur deinen Kopf nicht hängen. Diese Miene steht dir nicht. Lass uns doch von vorn beginnen. Zeig uns, wer du wirklich bist. Was kümmert dich denn ihr Gerede? Küchentratsch und Plänkelei, das alles sind nur hohle Phrasen, ohne Sinn, nur einerlei. Was zählt, ist ab heute nur noch, dass du bei uns bist, denn du trägst uns das Leben ins Haus, weil du nun da bist, lebt alles hier auf, das Leben im Schloss. Die Größe scheint beinahe unendlich. Jedes Rufen hier verstummt. Ich fühl mich gar wie du, fast winzig. Oh, was ich meine ist, sieh mal dort! Was zählt, ist ab heute nur noch, dass du bei uns bist. Denn du trägst uns das Leben ins Haus. Wir werden dir nah sein und stehen dir zur Seite. Wir schenken dir Freundschaft als Bande. Ja, wir sind jetzt schon ganz schön weit im ersten Teil des Stückes und ja, ich frage mal den Komponisten, wo sind wir jetzt gerade? Weil es war ja ein unglaublicher Gesangsauflauf auch. Ja, also wir sind jetzt quasi Mitte des ersten Aktes. Lili ist im Schloss angekommen und ist von ihrer Tante und ihrem Onkel begrüßt worden, hat ein bisschen mitbekommen, dass das restliche Personal nicht so erfreut ist, dass da jetzt ein Kind im Haus ist, was nämlich Schmutz und Dreck macht und Arbeit macht. Das ist dann ein weiteres Lied in dem Stück. Und in dem letzten, was wir gerade gehört haben, Was zählt, findet dann Lili endlich neue Freunde, auch in diesem so dunklen, finsteren Schloss, nämlich im Gärtner Pete und in ihrer Gouvernante Sarah. Ja, die Lili haben wir zum Glück hier. Das ist die Nicole Kuhnke. Und ich war die ganze Zeit unglaublich hin und her gerissen von deiner Stimme. Machst du das schon länger? Hast du das trainiert? Oder konntest du immer schon so gut singen? Also ich habe jetzt auch seit ein paar Jahren schon Gesangunterricht und habe zu Hause immer fleißig geübt, weil ich schon immer an Musicals interessiert war und ich fand die Lieder immer so schön und dann habe ich immer mitgesungen und ja, dann kam das irgendwann so. Ja, ich hoffe mal, du kriegst keine Angebote von anderen großen Musical-Bühnen, damit du die Falle einhalten bleibst.
Ja, und die Musik, die ist ja auch irgendwie so gefühlt, würde ich sagen, da sitzt ein Riesenorchester. Mhm. Aber es ist gar nicht der Autor und Komponist Benjamin Hubertz-Hiewartnik hat auch die Musik eingespielt. Ja, genau. Also ich bin Autodidakt, ich kann also keine Noten lesen oder schreiben, sondern habe immer nach Gehör am Klavier gesessen und Musik nachgespielt und dann irgendwann selbst angefangen, auf den weißen und schwarzen Tasten rumzuklimpern, bis dann schöne Harmonien herauskamen. Und das ist auch so ein bisschen die Ideologie unseres Vereins, PUJU, Musical-Projekt für jedermann, weil wir eben der Meinung sind, in jedem schlummert ein Talent. Bei mir war es dann halt eben, Musik komponieren zu können, ohne Noten zu können. Und ich habe mir dann irgendwann ein teures PC-Equipment gekauft mit ganz, ganz viel Software und in dieser Software ist es dann tatsächlich möglich, Echtzeit eingespielte Instrumente zu benutzen und so dann ein ganzes Orchester zu generieren. Und das war auch mein innerer Anspruch. Ich wollte halt eben epische Filmmusik für dieses Musical und ja, dank viel Geld und viel Zeit ist es uns dann tatsächlich gelungen, ja, ein 80-köpfiges Orchester in manchen Lieder zu generieren, genau. Ja, und das 80-köpfige Orchester, das ist ja dann wirklich nur im PC, aber auf der Bühne sind 50 Leute. Genau, auf der Bühne sind 52 Darsteller an den jeweiligen Wochenenden und im Verein sind es über 100 Mitglieder, die uns unterstützen und ja, von daher ein großes Projekt in tatsächlich allen Dimensionen. Ich sagte, dass das ein integratives Projekt ist, ne? Inwiefern? Integrativ. Ja, integrativ deswegen, weil wir nicht nach Altersklassen schauen. Also bei uns ist quasi jeder willkommen. Wir sagen immer, so ab 10 Jahren macht es Sinn, weil man dann die notwendige Disziplin aufbringen kann, 6 bis 8 Stunden bei einer Probe auch mal konzentriert zu sein. Und nach oben hin gibt es keine Grenzen, weil sich eben jeder selbst wirklich auch findet. Entweder man kann noch tanzen oder man möchte lieber doch weniger tanzen, man möchte mehr schauspielen oder doch lieber mehr singen oder sich im Nähteam beteiligen oder halt beim Kulissenbau, man möchte gerne Hammer und Säge schwingen und deswegen nennen wir das halt eben integrativ. Wir haben auch zwischenzeitlich mal Menschen mit Behinderung gehabt, die teilgenommen haben. Also wir schließen grundsätzlich erstmal niemanden aus. Und ihr arbeitet jede Woche? Wir arbeiten jeden Sonntag, genau, jeden Sonntag und das seit vielen, vielen Jahren geht da die Freizeit wirklich komplett hinein. Ja, wollen wir die nächste Musik machen? Sehr gerne. Da sind wir dann nämlich schon in Agonan, das heißt also in unserer Fantasy-Welt. Lilly hat quasi die Pforte überschritten, durch eine magische Tür mittels eines magischen Schlüssels ins Land Agonan gekommen. Und da wird sie erwartet von einer mausartigen Gestalt, dem Momp, und der stellt sich in diesem Lied nämlich vor. Und wer seid ihr? Sagt mir, wo kommt ihr her? Was seid ihr? Und sagt, warum kommt ihr durch meine Tür? Ihr seid kein Mob, kommt nicht von hier, auch Eider seid ihr nicht. Also sagt, warum ihr Mompisch sprecht? Ich bin Mom, ihr seid es nicht, das sehe ich sofort. Für Nächte, ihr zu klug mir scheint, ihr sprecht nicht nur ein Wort. Sagt mir, wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Los jetzt! Was ihr wollt, dies ist nicht euer Ort. Also, ich muss wissen, wer ihr seid, was ihr wollt, woher ihr kommt und warum ihr Mompisch sprecht. Was bitte ist Mompisch? Versteht ihr die Maus? Er ist hier eine Maus. Aber bitte für dich nochmal zum Mitmompen. Ich bin ein Mom. Und was seid ihr? Ihr seid kein Mom und kein Satyr. Und für einen Eider habt ihr viel zu kurze Ohren. Sagt mir, ihr seid doch nicht in Agonan geboren. Ich bin ein Mom. Und was seid ihr? Ihr seid kein Mom und kein Satyr. Raus mit der Sprache, was habt ihr bei uns verloren? Ihr seid ganz sicher nicht in Agonan geboren. Nee, nee, nee. Ich bin Mom, ich wohne hier. Sagt mir, wo kommt ihr her? Seid um Mompens willen und was wollt ihr von mir? Ihr seid kein Mom, kommt nicht von hier. Sagt, was seid ihr für ein Tier? Ich bin ein Mom. Und was seid ihr? Ihr seid kein Mom und kein Satyr. Und für einen Eider habt ihr viel zu kurz an. Ich bin ein Mom. Und was seid ihr? Ihr seid kein Mom und kein Satyr. Raus mit der Sprache. Bei uns verloren. Ich bin ein Mom. Sagt, was seid ihr? Ich bin ein Mom
Mob, ich bin ein Mob. Und ja. Ja, jetzt ist es Dunkelweiß im Bürgerfunk bei Radio Duisburg und das Thema ist heute das Mystical, der Schlüssel. Und dazu sind hier drei Leute im Studio von diesem Verein Pro You und für dich. Eure, genau. Und eure Vereinsaufgabe ist eigentlich, ein Musical auf die Bühne zu bringen. Genau, im Speziellen nämlich selbstgeschriebene. Also das unterscheidet uns. Das macht ihr immer wieder. Genau, das unterscheidet uns so ein bisschen von vielleicht anderen Vereinen, die sich mit Musical hier im Umkreis beschäftigen, dass wir also seit unserer Gründung oder seit den Anfangszeiten tatsächlich alle Stücke selbst geschrieben haben, sowohl Musik als auch die Geschichte. Also es ist, entspringt immer der eigenen Kreativität. Genau, no, das ist eigentlich sehr erwähnenswert oder sehr wichtig. Jetzt hat die ganze Zeit da so eine Maus umgequiekt. Genau, Momp. Das war der Momp. Ja, der ist die ganze Zeit so dran, richtig. Der drei, muss auch die ganze Zeit so sprechen und Stunden? Auch so singen. Ja. Wenn die drei Stunden auf der Bühne ist, dann denkt man, das ist wahrscheinlich die Soufflöse, ne? Ja, das könnte man manchmal glauben. Manchmal möchte der Momp das auch gerne, weil also ich als Librettist bin ja nicht nur Komponist, ich bin ja auch Librettist. Ich spiele diese Rolle nämlich auch leidenschaftlich gerne, weil die so schön verspielt ist und eben auch witzig und sich auch so die eine oder andere Frechheit erlauben darf auf der Bühne. Und wir müssen auf den Knien rumrutschen. Also mein Kompagnon und ich, wir sind also zu zweit, wir teilen uns die Rolle, der Christian Süßlo und ich. Und ja, wir müssen tatsächlich die gesamte Zeit auf der Bühne auf den Knien rumrutschen, weil wir eben die kleinste unserer Art sind. Wir sind der kleinste Momp von den Momperi. Und das ist schon ein bisschen anstrengend. Die Knie danken es einem am Ende des Tages. Und dann kommt eben dazu, die ganze Zeit die Stimme zu verstellen. Da mussten wir auch vorher ein bisschen in die Übung gehen. Das nennt sich dann Nasalisierungsmethode nach Pan. Da müssen wir dann halt die ganze Zeit darauf achten, unsere Stimmbänder nicht kaputt zu machen. Dadurch, dass wir dann halt eben die ganze Zeit näseln. Ja, und das wird zu hören sein eben in der Rheinhausenhalle. Übernächsten Wochenende. Genau, richtig. Freitags bis sonntags jeweils eine Show am Tag. Und das Besondere ist auch, dass eure Karten nicht am Eingang verkauft werden. Durchaus auch, aber man kann die übers Internet kriegen und über Westticket. Genau. Westticket.de, da lassen sich die Karten beziehen. Sogar mit Bestplatzbuchung. Genau, also es gibt diesmal, das ist auch neu, haben wir früher noch nicht gemacht, das sogenannte VIP-Ticket. Da gibt es dann einmal die Bestplatzgarantie, sind also jeweils die ersten und zweiten Reihen auf den Erhöhungen. Und es gibt ein kleines Willkommenspräsent, das ist auch neu, das gab es vorher auch noch nicht. Genau, wichtig war uns auf jeden Fall, dass es die günstigste Preiskategorie maximal zum Preis von 15 Euro gibt, damit halt auch Menschen, die ein geringeres Einkommen haben oder einfach auch Jugendliche die Chance haben, unsere Shows zu besuchen. Deswegen achten wir immer darauf, dass die Karten nicht zu teuer sind. Genau. Das Ganze als Information gibt es natürlich über unsere Homepage. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung. www.schlüssel-musical.de. Ja, da habe ich schon reingehört und reingeguckt und der Sound, der ist mir immer im Ohr inzwischen. Vielleicht schon mal auf euren Verein nochmal zu kommen. Es gibt ja unglaublich viele Vereine, die aber sehr, jede Menge Karteileichen haben, aber bei euch stehen alle Leute auf der Bühne, ne, die im Verein sind. Ja gut, die Hälfte. Die Hälfte. Ja, also die Hälfte steht mit auf der Bühne, ein Drittel der anderen Hälfte hilft dann nochmal hinter der Bühne mit und wir haben keine Karteileichen, bei uns sind es dann quasi die unterstützenden Mitglieder. Also woanders heißen sie dann vielleicht passive Mitglieder. Wir haben dann irgendwann den Begriff passiv wegdiskutiert, weil wir gesagt haben, naja, passiv sind sie ja nicht, denn sie unterstützen uns ja doch sehr aktiv durch ihre Mitgliedschaft und deswegen heißen sie bei uns dann quasi nicht aktive oder nicht auf der Bühne teilnehmende Mitglieder. Ja. Da sind wir über 100, genau, ja. Die nächste Musik oder das nächste Stück heißt Ein Tropfen Blut? Ja, Ein Tropfen Blut, das ist eine ganz fiese Geschichte, weil auf ihrem Weg durch Argonan durchschreitet Lili mit ihren Gefährten die Wälder von Kalmar. Die werden beheimatet von den Nifren, das sind Waldhexen, die mit den Bäumen vereint sind und ewiges Leben haben dadurch, dass sie den Wald mit dem Blut ihrer Opfer ernähren. Und ja, in diesem Lied kommt es quasi zu einem Kampf zwischen Lili und diesen Nifren. Saftig und frisch, Gott ist erkrankt,
wage es nicht, halte dich fern. Ein Schritt zu weit und du spürst mein Schwert. Ich sage euch, bleib fort, was ihr auch seid. Zerschlage euch jeden Zweig. Was fällt dir ein, ärmste Kreatur? Halt dich zurück! Schadet dir selber nur nicht. Dieser Welt rennt uns vor diesem Kind. Ein Tropfen Blut genügt. Seine Macht wird endlos sein. Jede Welt durch ihn regiert. Er will das Blut von ihm. Ja, dunkelweiße Sendung ist Bürgerfunksradio Duisburg und aus dem Verein Pro You, der das Musical Der Schlüssel am kommenden und am überkommenden Wochenende auf die Bühne bringt in Rheinhausen, ist Annika Ehlers hier aus dem Vorstand. Und ich finde es ja immer spannend, dass sowas überhaupt funktioniert. Und erzähl mal, wie das so geht. Ja, das war bei diesem Projekt, muss man auch sagen, eine echte Herausforderung. Also prinzipiell ist es ja so, dass wir alle Projekte bisher schon immer alles selber gemacht haben. Also das heißt sowohl Kulissenbau mit dem Bühnenbild, aber auch die Kostüme, Musik und so weiter. Hier war jetzt die besondere Herausforderung, dass das einfach ein gigantisches Projekt ist. Also auch das größte Projekt, was wir jemals auf die Bühne gebracht haben. Und das hat auch den finanziellen Rahmen unserer bisherigen Projekte gesprengt. Also hier bei dem Schlüssel reden wir von insgesamt einem Projekt, was über 100.000 Euro gekostet hat oder kosten wird, wenn es jetzt fertig ist. War das beabsichtigt oder ist das so gewachsen? Ja, nee, das war von Anfang an, war uns das klar, dass das ein großes Projekt wird. Dementsprechend haben wir uns auch schon seit vielen Jahren im Vorstand mit dem Thema beschäftigt, wie kann man ein solches Projekt finanzieren? Wie kriegt man als Verein, der ansonsten nur Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge hat, wie bekommt man 100.000 Euro gestemmt? Und haben von Anfang an gewusst, dass es auf ein gutes Marketing ankommen wird, also wir auch auf Sponsorensuche uns begeben müssen. Und wir haben natürlich auch in den vergangenen Jahren, seit wir beschlossen haben, das Projekt auf die Bühne zu bringen, auch schon immer Galen im Hinblick auf dieses Projekt aufgeführt und alle Einnahmen unserer bisherigen Gala-Aufführungen sind in dieses Projekt mit eingeflossen. Und wo habt ihr diese Aufführung gemacht, diese Galen? Also viele Galen machen wir auch in der Rheinhausenhalle, einfach weil wir einen guten Draht zu der Rheinhausenhalle selber haben. Wir haben aber auch schon in... Aus welchem Anlass meinte ich vorhin? Aus welchem Anlass wir die Galen machen? Also das ist unterschiedlich. Wir suchen uns irgendein Thema. Wir haben zum Beispiel einmal eine Gala gemacht, hautnah. Das war dann unter dem Motto, Pro You veranstaltet ein Abenddinner für einen kleinen Rahmen von Gästen und kann Pro You hautnah, also direkt neben sich am Tisch erleben sozusagen. Wir machen aber auch Galen zu anderen Mottos, wie zum Beispiel die letzte Gala hieß Momp auf Reisen. Die bereitete dann schon so ein bisschen dieses Thema Der Schlüssel vor. Die Vereinsarbeit waren wir ja noch dabei, jetzt habe ich dich da abgelenkt. Das ist ja auch schwierig, sowas zusammenzuhalten. Ne? Man muss doch schon ein fettes Ziel haben, damit so viele Leute bei der Stange bleiben. Ja, also insgesamt sind wir jetzt ja aktiv am Proben für dieses Stück seit 3 Jahren. Also das heißt, seit 3 Jahren treffen wir uns jeden Sonntag in der Kunst- und Musikhochschule in Duisburg und proben von mittags bis abends an diesem Stück. Und das ist ein langer Zeitraum, wenn man bedenkt, dass wir vor allen Dingen viele Schüler, viele Jugendliche haben, die auch in der Findungsphase sind und auch ein Studium irgendwo anders beginnen. Da ist es doch eine Herausforderung, alle über einen so langen Zeitraum an der Stange zu halten. Also Fluktuation wäre da nicht angebracht. Doch, die findet immer wieder statt. Aber oder? Gott sei Dank kommen auch immer wieder neue und talentierte Menschen zu uns. Und deswegen haben wir es bis jetzt immer noch hinbekommen, auch über einen solchen langen Zeitraum ein Stück auf die Bühne zu bringen. Du hattest auch noch einen Einsatz vor dir? Ja, genau, weil ich würde dann schon mal zum nächsten Lied überleiten. Das Lied heißt Kein Stern. Das wird quasi von zwei Eider-Damen gesungen. Also einmal von der Eider-Kriegerin Lethalil und von der Königin der Eider Gaia. Zu den Eider sei gesagt, sie erinnern an die Elben von Tolkien. Haben auch ihre eigene Sprache, die ein wenig an das Elbische angelegt ist, aber trotzdem natürlich angepasst wurde und leicht verändert wurde. Und Lilly wird eben in die Stadt der Eider nach Elsidon gebracht. Und
dort erfährt sie eben von Königin Gaia, dass Lilly die einzige ist, welche Argonan eben von dieser Schreckensherrschaft Basriels, das ist der fiese Herrscher, der in Argonan sein Unwesen treibt, sie kann eben die Völker befreien und ja, die beiden Eider singen nun mal darüber, wie es wäre, wie schön es einfach wäre, wenn in Argonan endlich wieder Frieden herrschen würde. Und das singst du? Nein. Und verbirgt altes Glück. Schweigend zerbricht unsere Welt entzwei. Wo einst das Licht, dort herrscht nun Finsternis. Kein Stern weiß den Kurs unserem Schiff. Solang Regen fällt, das gejagt, leckt ihre Wunden im Schatten der Nacht, spürt, wie das Böse voll Gier nach ihr greift, ein einziger Stern ihr die Rettung verheißt. Der Bürger von Paradies Duisburg mit der Sendung Dunkelweiß, und es geht ja um das Musical Der Schlüssel, besser gesagt um das Mystiker Der Schlüssel. Und das wird jetzt in der Rheinhausenhalle aufgeführt, nämlich am 17. bis 19. Oktober und 24. bis 26. Oktober. Äußerst ungewöhnlich. Sechs Termine. Ja, sechs Termine und zwei Wochenenden direkt hintereinander. Hat als Ursache, dass wir einfach so viel Kulisse haben, die wir schleppen müssen. Es sind sechs LKW-Ladungen und das immer nur für ein Wochenende hinzukarren und wieder zurückzukarren. Das war uns zu viel Aufwand und deswegen haben wir diesmal quasi für 14 Tage die Rheinhausenhalle in Beschlag genommen. Ja, und ihr geht ja davon aus, dass ihr dann auch sechsmal ausverkauft seid? Das ist natürlich immer eine Wunschvorstellung. Sechsmal ausverkauft zu sein, würde aber bedeuten, dass wir also an die 4.500 Karten verkaufen müssen. Wir haben natürlich unser Stammpublikum, was auch immer ordentlich Werbung für uns macht. Aber wir sind auch darauf angewiesen, dass natürlich dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda sich das rumspricht und sich vielleicht dann von einem Wochenende aufs nächste Wochenende nochmal Karten verkaufen. Und ja, wenn es gut läuft und das Publikum signalisiert, wir wollen es gerne nochmal sehen oder wir wüssten auf jeden Fall jemanden, der das unbedingt noch sehen muss, dann ist halt in Planung, dass wir im nächsten Oktober, also Oktober 2015, nochmal ein Wochenende spielen. Mhm. Nochmal drei Tage dann.
Und ihr erwartet ja auch, dass nicht nur Duisburger kommen, dass, oder Duisburger den Rhein überqueren. Ihr habt ja noch von größerer Entfernung eure Gäste, dass ihr sogar eine Hotelübernachtung anbietet. Ja, genau. Wir haben eine Kooperation, ein Arrangement, Kooperation mit dem Hotel Dampfmühle in Neukirchen-Flühen hat sich ergeben, sodass auch wirklich Menschen, die von weiter her kommen, dort übernachten können. Gibt es ein schönes Wellness-Arrangement und dann halt eben ein schönes Ticket für unsere Shows. Und ja, das lässt sich dann halt eben auch über unsere Homepage www.schlüssel-musical.de lässt sich das da weiterklicken, sodass man dann auch auf die Homepage von der Dampfmühle kommt. Und die Musik, die wir heute den ganzen Abend hier schon spielen, die gibt es auf CD zu kaufen? Genau, die CD ist gerade quasi in der Produktion und wird hoffentlich, wenn alles gut geht, uns zwischen dem 12. und 14. Oktober ausgeliefert und wird dann an den Abenden der Vorstellung eben von uns verkauft. Ja, und ist dann später auch noch über den Verein zu beziehen. Und die ist genauso gut, genauso toll aufgemacht wie euer Werbeprospekt? Ja, weil das ist auch das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Sonst gab es immer eine Highlight-CD mit knapp 20 Songs auf einer CD. Diesmal gibt es quasi ein Komplettalbum. Also wir haben alle quasi versungenen Songs auf eine Doppel-CD gepackt. Es fehlen tatsächlich nur zwei Lieder. Die haben nicht mehr draufgepasst, weil es eben so viel Musik ist. Aber ansonsten, ja, es wird ein schönes Doppelalbum. Und es wird ein hervorragendes Programmheft geben, was nochmal ganz viele Eindrücke davon bietet, wie viel Arbeit in diesem Projekt wirklich steckt. Ja, und wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, ihr habt ja schon so Appetithappen mal gespielt, so mit kleinen Galas, die es genau. gibt. Genau, wir machen immer wieder eine Gala zwischendurch, wie die Annika Ehlers das gerade schon gesagt hat, in erster Linie natürlich, um für uns Werbung zu machen und eben auch, um Geld reinzubekommen für weitere Projekte. Aber, und das ist uns immer auch ganz wichtig, tatsächlich zu betonen, dass wir eben gemeinnützig sind und deswegen haben wir vor längerer Zeit schon mal eine Kinderkrebsgala gemacht, eben zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe, wo wir 10.000 Euro Spenden zusammenbekommen haben. Dann haben wir im Rahmen von Rock for Good für Kinder in Not in Duisburg 5.000 Euro zusammengesungen und zuletzt erst in diesem Jahr, Anfang des Jahres, für die Lebenshilfe Duisburg im Rahmen der Lions Club Gala auch nochmal 3.000 Euro quasi ersungen und ertanzt für den guten Zweck. Ja, und im kommenden Jahr wird es im Frühjahr, Mai herum auch eine Gala von uns geben, zu einem guten Zweck, eine Benefiz-Gala. Und diesmal dann sogar nochmal, das hatten wir bisher erst einmal, mit Stars und Sternchen aus der Musical-Szene. Also da werden dann auch tatsächlich richtige Musical-Darsteller, die es gelernt haben, auf der Bühne stehen. Wenn die euch mal nicht da irgendwie runterziehen. Nö. Vielleicht machen die das gar nicht so gut, wie ihr das macht. So meinte ich das. Nein, das hat sich damals auch schon sehr gut ergänzt. Also bei unserer Kinderkrebsgala hat sich das sehr, sehr gut ergänzt. Mit Ross Anthony, das war ein ganz lustiger Kerl. Mit dem hat das sehr viel Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und sich die mit ihm zu teilen. Jetzt haben wir uns ja in der Sendung durch euer Stück gearbeitet. Mhm. Und wo sind wir bei der nächsten Musik? Ja, jetzt bei Schatten in der Nacht sind wir an einem Stück angekommen, wo Lilly entführt wird. Das heißt also, Nereide, wieder eine Protagonistin, eine Assassine, eine Auftragskillerin, erhält von Basriel, dem Finsterling Argonans, also dem bösen Magier, der Argonan und alle anderen Welten unterjochen möchte, erhält sie den Auftrag, Lilly zu entführen und zu ihm zu bringen. Und ja, das muss für den Zuschauer wirklich alles sehr verwirrend sein, was er hier so hört, weil es ist eine sehr komplexe Geschichte. Deswegen hat die auch nur in 3 Stunden Bühnenshow gepasst. Und aber auf der Homepage www.schlüssel-musical.de gibt es dazu nochmal ganz viele Informationen und dann wird die Geschichte auch ein bisschen klarer. Aber jetzt hören wir halt eben Schatten in der Nacht und da wird Lilly entführt von der fiesen Nereide. Chit-chit.
Schlag ihrer Krallen. Nimm dir dein Leben und mir den Freund. Geh und versteck dich bitte, vertrau mir. Wie amüsant, sieh dich an, willst ein Held wohl sein? Sieh dich nur vor, auch ein Schatten kann sterblich sein. Sind wir vereint, brennt ein Licht in der Dunkelheit. Dunkelweiß immer noch und immer noch das Mystical, der Schlüssel. Und die Annika und die Nicole, die können noch mal kurz zusammenfassen, um was es da eigentlich geht. Weil das ist ja wirklich eine große Nummer und irgendwie ist das in unserer Stunde gar nicht so richtig ja auf die Bühne zu bringen, weil ihr auch schon 3 Stunden für das Stück braucht natürlich. Und das ist ja, es ist nicht immer irgendwie so ein halbes Stündchen, was ihr da so macht. Und es ist viel drumherum, ne? Also es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Musical-Projekt, einfach deswegen, weil wir ein Verein sind, der komplett einfach nur aus Laien besteht. Wir machen das alles in unserer Freizeit, haben daneben noch einen echten Job. Und ich glaube, die Liebe zum Detail ist es auch, die das Projekt zu etwas ganz Besonderem macht. Niki, im Nähteam kannst du vielleicht noch was erzählen zu den Kostümen. Ja, genau. Ich muss auch dazu sagen, also ich habe das Nähen auch erst wirklich dadurch gelernt. Aber es macht mir auch sehr viel Spaß. Also wir haben über 150 selbstgestaltete Kostüme. Ob es Rokoko-Kleider sind, wo 7000 Pailletten pro Kleid einfach per Hand draufgenäht wurden, wo einfach sämtliche Arbeitsstunden rein investiert wurden. Und wir haben auch teilweise Nähtreffen gehabt, wo wir bis 2:30 nachts an den Kleidern gesessen haben, aber immer sehr viel Spaß hatten. Und auch unsere Aida, da bestehen die Kleider aus dem indischen Sari-Stoff. Und Sari-Stoffe sind sehr empfindliche Stoffe. Und das war eben auch immer sehr zeitintensiv. Und da musste man auch mit gutem Gefühl rangehen, dass die Stoffe nicht kaputt gehen. Also. Ja, und diese tollen Kostüme werden präsentiert von uns auf einer Bühne in der Rheinhausenhalle, die über 100 Quadratmeter groß ist. Wir haben 15 mal wechselndes Bühnenbild. Wir haben insgesamt über 100 Groß- und Kleinrequisiten, die in der Show zum Einsatz kommen. Und ja, auf diesem Bühnenbild, was sogar in den Zuschauerraum mit hineingebaut wird und wodurch der Zuschauer auch wirklich das Gefühl bekommt, live in der Show zu sein und mit in diesem Land Argonan zu sein, präsentieren wir als Darsteller das Ganze in diesen traumhaften Kostümen und mit ganz tollem Make-up, mit Perücken, mit Gesichts- und Handprothesen. Also es ist wirklich, bis ins Detail sind die Kostüme und Rollen perfektioniert. Und ich denke, das in einem Laienverein zu schaffen, ist die wirkliche Besonderheit an unserem Verein ProU. Und das dann auch in dieser Rheinhausenhalle alles unterzubringen. Ne? Weil richtig. Du musst ja auch hinter der Bühne. Richtig, die Rheinhausenhalle ist dafür prädestiniert, weil sie diesen großen Raum hinter der Bühne bietet. Mhm. Also deswegen haben wir uns auch ursprünglich mal für die Rheinhausenhalle entschieden. Vielleicht nochmal ganz kurz, wer es nicht mitbekommen hat, wir spielen am 17. die Premiere bis zum 19. und das zweite Wochenende danach vom 24. bis zum 26. Oktober in der Rheinhausenhalle in Duisburg. Genau, und Tickets gibt es bei westticket.de und da kann man sich sogar die Plätze aussuchen. Richtig, und wer nochmal nähere Informationen über das Stück benötigt, weil jetzt vielleicht nicht alles mitbekommen wurde, finden Sie diese Informationen auf unserer Homepage unter www.schlüssel-musical.de. Und das letzte Stück der Sendung läuft, das Schwert für Sie, ein Schwert für Sie. Genau, weil das kommt direkt im Anschluss zu dem Stück, was wir eben gehört haben, zu Schatten in der Nacht. Denn Lilly wurde leider von den fiesen Nächtlern, das sind die Diener des Basriels, wurden entführt und der Gärtner Piet, der sie eben die ganze Zeit durch Argonan begleitet hat, und in Lilly eben auch
eine kleine Schwester sieht, sage ich jetzt einfach mal, hebt dann quasi sein Schwert für sie, weil er sie quasi wieder aus den Klauen des fiesen Herrschers befreien möchte. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Und ich gehe mir natürlich das auch mal angucken und bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Das muss wirklich unglaublich sein. Freuen wir uns. Ja, vielen Dank, Annika Ehlers, Nicole Kuhnke und Benjamin Hüberts-Iwatnik, dass ihr hier wart. Wir danken für das Angebot und für die Möglichkeit. Dankeschön. Sie haben Lilly und Mompis verletzt. Was habe ich nur getan? Pete, du hättest nichts tun können. Sie hätten dich getötet. Wir sollten gar nicht hier sein. Sie nahmen das Licht. Unsere Welt scheint verloren. Doch sie Kraft, neuer Mut wird geboren.